Willkommen zurück zu Alan Wake 2. Da sind wir wieder und es geht weiter auf dem Weg durch den Keller. Und diesmal auch wieder mit einem etwas fitteren Schlecki, denn in den letzten beiden Episoden hing ich gesundheitlich doch ein bisschen durch. Jetzt ist alles wieder gut. Und von daher hoffe ich mal, dass das hier heute auch alles ein bisschen reibungsloser abläuft. Ich muss gestehen, ich weiß gerade gar nicht so genau, wo es weitergeht. Wir haben auf jeden Fall den Bolzenschneider bekommen. So viel weiß ich noch. Und irgendwo war auch eine Tür, durch die ich durch konnte. Das weiß ich auch noch. Deshalb schauen wir mal eben. Ich habe die Tür beim letzten Mal auch schon gefunden. Das weiß ich auch noch. Und habe dann irgendwann aufgehört, weil ich übelste Kopfweh hatte. Also schauen wir mal eben. Ich weiß, das war eigentlich ganz easy peasy. Das war irgendwie nur ein Schalter umlegen und um die Ecke gucken. Wahrscheinlich genau. Genau hier. Oh, genau das war's. Holy fucking shit. Was auf ihren Karten stand? Was? Gut, dass ich keine Muni dabei hab. Das hat gesessen, würde ich sagen. Ich würde sagen, das Gewehr packen wir uns auch mal in die Schnellauswahl. So. Boah, was ist da denn passiert? Okay. Alles wieder gut. Alles wieder gut. Alles wieder gut. Gucken wir mal eben, was uns die gute Dame hier für einen Weg eröffnet hat. Auf jeden Fall Licht. Licht ist immer gut und die Inventar ist voll. Das ist Schade. Und ich habe auch keinen Schuhkarton in der Nähe. Was sind das überhaupt? Das sind Batterien für die Lampe, ne? Nee, das ist Shotgun-Munition. Weißt du was? Guck mal. Wir sind eh ein bisschen angeschlagen, also heilen wir uns einmal komplett hoch, dann haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar. Können das mitnehmen. Und das. Und was ist das jetzt? Schrotflinte. Oh, das wäre eine Katastrophe gewesen, wenn ich das liegen gelassen hätte. Ich glaube, die habe ich sogar schon ein paar Mal liegen gelassen, weil ich die für Batterien für die Taschenlampe gehalten habe. Katastrophal doof. So, da sind wir wieder. Und jetzt können wir hier auch weitergehen. Wie gesagt, mit dem Bolzenschneider bin ich mir relativ sicher, müssten wir jetzt an ganz, ganz viele Orte kommen. Ich weiß aber nicht, habe ich ja auch schon gesagt, ob ich wirklich jeden einzelnen Ort A finden kann und B überhaupt aufsuchen möchte. Aber ein paar fallen mir auf jeden Fall ein, die wir uns anschauen werden. Ich habe ein bisschen Angst. Deine Geschichte schreiben. Was? Gone too soon. Rest in peace, Nora. Waren wir hier nicht schon mal? Nee. Spiel gespeichert. Das ist auf jeden Fall schon mal wieder zurück. Beruhigend. Noch tiefer. Oh, hier ist überall Wasser. Ich glaube, Wasser ist nicht gut. Und irgendwie wabert hier auch alles. Übrigens gab es ein kleines Update. Habe ich gesehen, bevor ich gerade gestartet habe. Ich konnte nicht mehr sehen, wie groß das ist.
war aber relativ klein gewesen und ich muss sagen, Frosch im Hals, das, was ich in den letzten Episoden bemängelt habe, nämlich, dass das Spiel so schwammig läuft seit dem letzten Update. Ich habe das Gefühl, seit diesem neuen Mini-Update läuft es wesentlich besser wieder. Also wesentlich besser. Cynthia! Tor! Was ist das? Wo bist du? Kannst du mich hören? Was geht ab? Es ist so dunkel. Tut mir leid, Kleine. Die Hexe hat mich reingelegt. Oh. Tor, ich bin hier! Ich komme! Gar keinen Bock. Ich will auf jeden Fall nicht im Wasser sein. Dunklen Wasser ertrunken. Sie haben Thor entführt. Ich bin hier, um ihn zurückzuholen. Ich muss zu Thor. Ich muss die Lampen einschalten, um ihn zu erreichen. Shana. Oh Gott. Es ist so verdammt dunkel da unten. Ich bin unter Wasser. Sie hat mich am Grund eingefangen. Ich glaube, ihr Schiff ist nicht. Ich denke, da müssen wir rüber. Und ich habe das Gefühl, sobald ich ins Wasser gehe, geht hier die Hölle ab. Also ich muss irgendwie gucken, wie ich einigermaßen gut durchs Wasser komme. Da sind überall kleine Inseln. Ich habe das verdient. Es war zu spät. Ich bin verloren. Oh Gott, das ist ja... Das ist ja wie beim weißen Hai, ey. Auf sowas habe ich gar keinen Bock. Ich hasse alles, was mit Wasser zu tun hat, ne? Scheiße. Ich hab's ja gehört. Kann ich hier einfach rüberjumpen? Also irgendwas ist im Wasser. Das hört man ja. Da muss ich hin. Dunkles Wasser presste sich in sie hinein. Kann ich irgendwie sehen, wo die gerade rumsmockt? Wenn sie... Ich renne jetzt einfach rüber, oder? Ich muss irgendwie den Strom wieder einschalten. Sie hat mich da gekämpft. Oh Gott. Ah, gibt's eine Karte von dem Ort hier? Nein. Ja, links oder rechts? Links oder rechts? Lauf! Die Brüder waren zu alt, um es zu verhindern. Ey, da... Okay. Da könnte es um die Ecke gehen. Da hinten sehe ich nichts. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was passiert. Come on. Okay. Toll, jetzt muss ich durchs Wasser. Ich muss hier durch. Das was. Ich höre was. Es ist schön, dass ich was höre. Oh, ist das schlimm. Es ist super creepy. Ich weiß ja nicht mal, was aus dem Wasser kommt, aber ich will es auch gar nicht wissen. Da ist... Also, links ist was, ein Vorsprung, rechts... okay, Glück gehabt. Ein gelegentlicher Todeswunsch.
kann ich nicht mitnehmen. Brauchen wir denn wohl auch nicht. Die Frage ist, kann ich da überhaupt drauf? Im dunklen Wasser ertrunken. Oh, Baby. Ja, da kannst du mich einfach so... Ja, ich muss aus dem Wasser, ich muss aus dem Wasser. Sie kommt. Baby, 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 lauf. Oh, da habe ich wohl gerade noch mal Glück gehabt, wa? Okay. Hier kann ich nicht rüber. Da ist noch was, wo ich rauf kann. Okay, das sieht gut aus. Nee, das sieht nicht gut aus. Da komme ich wieder zurück. Lass mich zurück. Da ist was. Da ist was, da ist was. Oh, es ist so schlimm. Scheiße. Raus da mit dir. Wo ist sie hin? Ihre Tochter ist immer verschwunden. Oh, ich bin so nervös. Okay, wir haben den Strom wieder an. Das ist ja schon mal, nicht zurück, ist ja schon mal die halbe Miete, festhalten. Ne? Festhalten, Tor. Ich frag mich, was passiert, wenn die mich so richtig erwischt. Eben hat sie es ja scheinbar nicht so ganz. Okay, da können wir hoch. Rennen. Oh! Es ist so dunkel. Rennen, rennen, rennen. Oh Gott, ich bin so verkrampft, ey. Die Siege sind kalt. Dunkel. Ich kann nichts sehen, verdammt. Wie kann ich sie denn jetzt besiegen? Sag Odin, es tut mir leid, dass ich alles verbockt habe. Sie können sich selbst bei ihm entschuldigen. Ich hole sie hier raus. Das Licht ist an. Das Wasser ist weg. Die Frage ist, bleibt das Licht an oder kommt die Alte da gleich... Taucht die da einfach auf und macht mal eben das Licht aus. Das wäre der blanke Horror. So, ich vermute einfach mal, wir müssen hier runter. Cynthia! Wo bist du? Hier ist überall Licht. Ich hab's geahnt. Oh Gott. Krieg ich überhaupt nichts mit. Muss nicht ins Wasser gehen. Ist die eklig. Wasser, Wasser, Wasser. Verrall ich hier irgendwas? Das ist richtig eklig. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Ich hab sie. Blim, blim, ein verliebtes Mädchen. Nie wieder. Die FBI beantragt. Saga Anderson, ich nähere mich. Ich spüre es. Dank Ihnen werde ich bald fliehen können. Wake, wo sind Sie? Kommt das aus dem dunklen Ort, als Sie noch gefangen waren? Ich habe den Klicker. Wir können das beenden. Ist sie vom Klicker? Sie können helfen. Sie müssen ihn finden. Ich habe ihn bereits. Ich kann ihn zu Ihnen bringen. Aber ich muss etwas wissen. Haben Sie Logan in die Geschichte geschrieben? Er ist in Gefahr. Ich muss zurück zu meinem Programm. Ich schreibe eine Geschichte um Anders geht es nicht. Dann ändern Sie die Geschichte. Wenn das die Vergangenheit ist, wenn Sie noch am dunklen Ort sind, dann können Sie das doch, oder? Sie können sie nicht hineinschreiben. Sie ist meine Tochter, verdammt nochmal!
Protagonist in der Geschichte. Ich konnte ihn nicht daran hindern. Ich habe den Klicker. Ich werde ihn dazu zwingen. Er hatte nicht das Recht, Logan das anzutun. Meiner Familie. Thor. Verdammt. Alles okay? Hast dir ganz schön Zeit gelassen, deinen Opa zu retten. Gute Einstellung. Liegt das in der Familie? Du hast recht. Tut mir leid. Danke, dass du einem alten Bastard wie mir hilfst. Das ist mein Job. Also, ich habe da ein paar Fragen. Natürlich hast du das, meine Kleine. Und ich habe Antworten. Und Antworten brauchen wir auch. Wir zwei müssen reden, Kollege. Ja, müssen wir. Es gibt viel zu besprechen. Aber nicht hier. Die Nacht belauscht uns. Unterhalten wir uns in deinem Kopf. Du hast doch noch Platz dort, oder? Woher wissen Sie das? Ich bin dein Großvater. Ich weiß doch alles, oder? Okay, dann unterhalten wir uns eben in meinem Kopf. Du weißt von meinem Gedankenraum? Wie ist das möglich? Wir alle haben die Macht. Finde die Wahrheit. Und ob ich die habe. Du weißt, dass du eine Seherin bist. Du kannst Gedanken lesen, die Wahrheit sehen, Lügen durchschauen. Und diese Horrorgeschichte. Wir Andersons sind nicht daran gebunden. Du kannst sie bekämpfen. Schreibe deine eigene Geschichte. Es stimmt. Ich bin eine Seherin. Ich habe Macht. Mein Gedankenraum ist mehr, als ich dachte. Das ist nicht meine Intuition. Ich sehe ihre Gedanken. Erinnere ich mich deshalb als Einziger an die Wahrheit über Logan? Du sagtest, du seist mein Großvater. Wenn das stimmt, warum wusste ich nichts davon? Du warst schon vor dieser Horrorgeschichte Teil dieser verkorksten Familie. Ich war ein miserabler Vater für Freya. Das hat deine Mutter nicht verdient. Kein bisschen. Es wurde alles gesagt. Es vergeht kein Tag, an dem ich das nicht bereue. Aber dein Vater hat es nicht einfacher gemacht. Ich weiß, Freya ist tot. Deshalb möchte ich mich entschuldigen. Es tut mir leid, Saga. Ich sehe, dass es ihm leid tut. Mama sagte, sie wollte nichts mit Opa zu tun haben. Und dass mein Vater gestorben wäre, als ich noch sehr klein war. Alles passt. Thor und Odin gehören zu meiner Familie. Du sagtest, du wärst Mama ein mieser Vater gewesen. Ging sie deshalb? Freya hat nie zurückgeblickt. Sie war stark. Freya wusste schon immer, dass unsere Mächte gefährlich waren. Odin und ich hätten lieber die Finger davon gelassen. Deine Mutter hatte Verstand. Sie hat dich gut erzogen, auf dich aufgepasst. Es wundert mich nicht, dass sie dir nicht davon erzählt hat. Sie hat mich immer beschützt. Als ich Mama von meinem Gedankenraum erzählte, nannte sie ihn eine Erfindung. Ich wünschte, sie wäre ehrlicher gewesen. Zumindest am Ende.
Mama sprach nie über meinen Vater. Kanntest du ihn? Manche Dinge sollte man ruhen lassen. Dein Vater war ein komplizierter Bastard. Er dachte immer zu weit voraus. So funktionieren wir nicht. Dann gab es Probleme und er verschwand. Ich kam damit nicht zurecht. Und Freya wollte nichts mehr mit mir zu tun haben. Kein Wunder. Ich kannte Papa nicht oder Mamas Familie. So viele kaputte Beziehungen in meiner Vergangenheit. Ich werde die mit Logan und David retten. Ich werde sie retten. Ich habe den Klicker. Kann ich damit meine Tochter retten? Ein Verstärker. Dreh die Gitarre auf und lass das Schlagzeug krachen. Zerfetzt die Realität. Der Lichtschalter allein genügt nicht. Wir haben es mit Toms Geschichte zu tun, also muss auch er sie umschreiben. Dann muss er nur noch diesen Schalter umlegen und das war's, Baby. Ich kann den Klicker nicht ohne Wake benutzen. Tom bedeutet Wake. Er muss erst die Geschichte umschreiben. Ohne ihn kann ich den Horror nicht aufhalten. Das waren einige Erkenntnisse. Jetzt kann man sich auf jeden Fall auch erklären, wie, also es gibt jetzt eine Erklärung für ihren komischen Gedankenraum hier. Da war ja von Anfang an so ein bisschen dieses Geschmäckle dabei, so wie macht sie das eigentlich? Und jetzt wird das alles so ein bisschen klarer. Fall abgeschlossen. Wake hat Logan in die Geschichte geschrieben. Warum? Er hätte sie nicht so benutzen sollen. Er kann es immer noch ändern. Ich werde ihm keine Wahl lassen. Ach, der Übergang. Thor ist hier, im Übergang. Ich muss ihn finden und verschwinden. Haben wir schon. Haben wir doch alles schon. So, Fakt versus Fiktion. Thor und mein Vater hatten Probleme. Es gab Streit, Freya hat... Was? Hat mich danach... Warum ist Mama weg? Hat mich danach weggebracht. Mama dachte, Thors Kräfte sind gefährlich. Sie wollte mich nicht in seine Nähe lassen. Unsere Familie ist nicht an Wakes Geschichte gebunden. Die Andersons können die Horrorgeschichte durchschauen. Verbindung zu Odin und Thor? Ja. Angers Remorse erwähnt den Mann, den ich vertrieben habe. Verbindung? Nein. Mein Leben in Watery? Sieht falsch aus. Warum Mama weg ist? Ah! So wie Thor sich verhielt, bin ich überrascht, dass Mama Ach, so lange. Auf meinen Vater bezogen. Okay. Aber es tut ihm wirklich leid. Gut, die beiden Junks sind für später. Und dann haben wir noch Geschichte. Der Übergang. Der Klicker dient als Verstärker. Licht und Dunkel? Nee. Warte mal. Der Klicker, da oben. Der Bereich um den Übergang ist ständig überflutet. Der Übergang. Thors und Odins Lied erlaubt mir, den dunklen Ort zu betreten. Wie man hineingelangt. Übergänge können nur mit Kunst betreten werden. Weil sich der dunkle Ort auf Kunst konzentriert? Und... Oh, das ist schwierig. Die Geschichte aufhalten. Wake ist derjenige, der das Ende umschreiben muss. Und ich muss ihn im Auge behalten. Ich auch. So, das alles für später. Und das da unten war auch für später. Also sind wir im Gedankenraum fertig. Danke, Thor. Danke, dass Sie mir das gesagt haben, Thor. Ich muss Wake finden, um dem ein Ende zu setzen. Die Old Gods of Asgard sind bereit zu helfen. Jojo. Ich und mein Bruder bringen die Bude zum Rocken. Denk daran, deine Tochter ist am Leben. Nur diese Horrorgeschichte hält sie von dir fern. Genau das wollte ich hören.
Danke, Opa. Opa Odin, Mensch. You are the best. Mach so. Dir um mich keine Sorgen, Klein. Nee, mache ich auch nicht. Ich schleppe meinen jämmerlichen Arsch. So, hier können wir den Bolzenschneider jetzt benutzen. Wir gucken noch mal auf die Map, ob man vielleicht diese Türen auf der Map sehen kann. Was ist das? Bolzenschneider, okay. Wir können also sehen, wo wir ihn benutzen können. Wir können ihn auch hier in Watery benutzen. Zweimal. Gut, dann geht das ja. Ich habe jetzt gedacht, dass ich wirklich sozusagen... Das FBC hält Wake im Sheriffbüro fest. Ich muss Agent Estevez überzeugen. Sie haben Wake und ich habe den Klicker. Wir müssen zusammenarbeiten, um das zu stoppen. Ist so. Casey. Okay. Hören Sie mich, Casey. Verdammt. Wo sind Sie, Casey? Ich hoffe, es geht ihm gut. Casey Konzentration, Saga. Geht zum Büro, zu Wake. Gut. Was ich sagen wollte, ist, dass es so dann ja gar nicht so schwer ist, die Sachen zu finden. Okay, wenn wir hier den Bolzenschneider benutzen, sieht es so aus, als ob wir nochmal in einen kompletten Bonusbereich kommen. Würde ich einmal hingehen. Also hätte ich jetzt wirklich jede Stelle selber erinnern müssen, no way. Das hätte ich nicht gemacht. Jetzt juckt es mir aber gerade doch ein bisschen in den Fingern, den abgesperrten Bereich da einmal zu untersuchen. Ich muss mal eben gucken. Doch, das da oben müsste das sein, ne? Ja. Da schauen wir auf jeden Fall mal eben rein. Was ist das? Eine Manuskriptseite. Dim, dim. Als Cynthia Weaver beim Frühstück war, schlich Rose sich in ihr Zimmer. Bei all den Lampen dort brauchte sie eine Weile, um die mit dem Engel zu finden. Zum Glück war der Traum, den Alan ihr geschickt hatte, sehr klar gewesen. Rose war sich sicher, dass Cynthia die Lampe nicht vermissen würde. Sie hatte so viele. Heute Abend würde Rose die Lampe in einem Schuhkarton im Gartenteich versenken. Genau das wollte Alan. So konnte sie ihm helfen. Der Gedanke daran ließ sie vor Freude erzittern. Cynthia wusste sofort, dass die Lampe fehlte, als sie in ihr Zimmer zurückkam. Sie war von Trauer überwältigt. Es war Toms Lampe gewesen. Eines der wenigen Dinge, die sie an ihn erinnerte. Sie hatte schon lange nicht mehr funktioniert, da das Kabel durchtrennt wurde und der Lichtschalter nicht mehr vorhanden war. Aber es gibt noch andere Arten von Licht als die, die wir sehen können. Das unsichtbare Licht der Engelslampe hatte Cynthia all die Jahre zusammengehalten. Mit Tränen in den Augen bemerkte sie nicht, wie sich die Schatten in den Ecken ihres Zimmers bewegten. Okay. Das schafft dann nochmal so ein bisschen den Übergang zum ersten Teil und erklärt auch, wo Alan die Lampe her hat und warum Cynthia sich dem Dunklen nicht mehr erwehren konnte. Ja, dann schauen wir mal. Okay, es wird direkt rot. Es wird wahrscheinlich scheiße werden. Ich habe das Gefühl, es wird richtig scheiße werden. Lass mal eben auf die Map gucken. Was haben wir hier denn? Okay, da vorne haben wir gleich... Also es gibt... Was war das? Es gibt zwei Abzweigungen. Es gibt hier einmal so einen Weg außenrum. Sieht aber nice aus. Das sieht richtig gut aus. Oh, 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 da, was ist da? Noch eine Manuskriptseite. Warte mal. Einfach kein Platz mehr. Einfach kein Platz mehr. So, wir sind da. Wenn wir hier jetzt wieder zurücklaufen, müssen wir gleich nochmal eben... Jetzt ist die Frage an der Stelle hier. Ja. Hier müssen... Na! Hier müssen wir nochmal wieder hoch, weil... Also wenn ich den extra... Guck mal. Wenn ich hier die extra Meile schon laufe, dann will ich auch Sachen mitnehmen.
Irgendwo liegt hier eine Lunchbox. Noch eine Alex Casey Lunchbox? Yeah. Gib nicht vor, irgendjemand oder irgendetwas zu sein, was du nicht bist. Haben wir 9 Fragmente. Sehr schön. So, und jetzt müsste hier irgendwo... Okay, interessant. Da ist auch nochmal ein Pfeil. Kleine Schildchen. Da ist ein kleines Schildchen. Kleines Schildchen. Und da ist ein kleines Schildchen. Ah! Gut, das hat ja schon mal gut geklappt. Haben wir schon mal einen Schlüssel, aber keine Box. Aber die Box ist ja auf der Map angezeigt. Also sollte das kleinste Problem sein. Ist das... Das gehört noch zum Altenheim, ja. So, kicken wir mal eben. Okay, die Box ist irgendwo dort. Wahrscheinlich da, wo die Leuchtepfeile hin zeigen, oder? Das Gefühl, ich bin hier gerade auf Abwägen. Da! Ach. Noch ein Kultversteck. Lass mich raten. Sehr schön. Vor den Bäumen kann man sich nicht verstecken. Wir sind überall. Gut, die müssen wir liegen lassen. Das war eine Leuchtfackel, oder? Habe ich bis jetzt auch noch gar nicht benutzt. Schön. Das war Nummer 1. Ey, ich finde, das sieht phänomenal gut aus. Phänomenal gut. Da hinten ist eine Hütte. Immer schön die Map checken. Hier ist gleich... Was war das? Ach, das ist die Leuchtrakete. Eine Leuchtrakete sogar. Mhm. Da haben wir ein Kultversteck, da wollen wir auch gucken. Und da hinten ist die Ranger-Station. Auf der waren wir, glaube ich, auch noch gar nicht, ne? Es ist bis jetzt zu ruhig hier. Das kann ich irgendwie gar nicht so richtig glauben, dass hier nichts Böses ist, was uns an den Kragen will. So, das hier ist die kleine Extrameile, die wir wieder gehen können, ne? Das sieht nach einem Safehouse aus, oder? Ja. Ich höre was. Ich höre was. Also, wir sind definitiv nicht allein. Hier könnten wir theoretisch auch wieder mit Alan wechseln. Aber ich will irgendwie nicht. Ich will mit Saga noch ein bisschen weitermachen. Alan, mir gefällt auch die Saga-Geschichte bisher besser. Das 81. Hirschfest stand vor der Tür. In Bright Falls herrschte reges Treiben. Es mussten Banner aufgehängt werden, Torten gebacken, Hirschmasken verkauft. Bright Falls hatte es auf die Liste der 100 besten amerikanischen Kleinstädte geschafft, für ihren bescheidenen, rustikalen Charme. Man erwartete viele Touristen. Aber ein Schatten hing über den Vorbereitungen zum Hirschfest. Die Vorhersage versprach Regen, ängstliches Geflüster versprach weitere Morde. Die Polizei war in höchster Alarmbereitschaft. Sheriff Breaker ließ Deputies nachts auf den Straßen patrouillieren. In Bright Falls waren seltsame Vorkommnisse nicht unbekannt, aber das Hirschfest absagen? Das kam gar nicht in Frage. Die Bewohner der Stadt waren besorgt. Ihre Vorfreude mischte sich mit Angst. Die Menschen hatten unruhige Träume. Die Lichter schienen schwächer zu werden. Das Hochwasser drückte auf die Stadt und mit ihm strömten die Schatten herbei.
Das ist nicht gut. Schatten, nicht gut. Schuhkarton, sehr gut. Schuhkarton können wir nämlich mal eben ein paar Pfeile ablegen. Haben wir wieder ein bisschen Platz. Ey, wir haben mittlerweile richtig viel Munition für die Armbrust, ne? Aber vielleicht lassen wir die einfach für Alan. Und hier, wir können... Ich weiß nicht, ob ich es bereuen werde, auch einmal Heilung für Alan zurücklassen. Schnell speichern. Realität, ne, wollen wir nicht. Ich weiß, mir entgeht wahrscheinlich voll viel dadurch, dass ich nicht ständig wechsle. Aber macht doch nichts. So. Oh. Okay, es ist Hund und Mensch. Das ist nicht gut. Bleib stehen. Die sind so zabbelig. Ich hasse es. Ja. Also der einzige Nachteil am Game ist, meines Erachtens, das Kämpfen ist so zappelig. Es steuert sich nicht gut. Wirklich nicht gut. Ich find's... Ich weiß nicht, ob man das sieht, während ich spiele. Du tickst den Stick echt nur an und sie zuckelt durch die Gegend. Also es ist gerade bei diesen schnellen Gegnern teilweise unmöglich, die zu treffen. Extrem anstrengend und unterbricht eigentlich die ansonsten gute Atmosphäre total. Also, wenn man auf sowas keinen Bock hat, definitiv die Schwierigkeit auf Story stellen. Und selbst dann sind die Kämpfe immer noch ultra nervig. Weil wie gesagt, sie steuern sich nicht gut. Also das ist, wenn man es mit Resident Evil vergleicht, so Resident Evil zeigt, wie man aus der Third Person gut kämpfen kann. Alan Wake zeigt, wie es nicht gut funktioniert. Da. Also, ne, man sieht's, es ist echt, es ist super anstrengend, weil es halt einfach so ultra zappelig ist, die Steuerung, ne? Und wenn du dann eben noch diese sehr, sehr schnellen Gegner dabei hast, dann wird's absurd. So, was haben wir hier? Unten. Heißt das, wir müssen wieder einen Code eingeben. Wo fangen die Pfeile denn an? Da ist die Truhe. Schauen wir mal erstmal. Okay, sie sagt uns schon Licht und das hier. Hier hat man gerade gesehen, oben, also zwei Dreiecke nach oben. Jetzt müssen wir mit unserem Licht den Rest finden. Hm? Oben, unten. Ja, jetzt die Frage, welche Reihenfolge. Oben. Okay. Hier ist oben drauf. Der ist sogar schon eingegeben. Dann gibt es ein... So ein und dann gab es noch ein so ein, ne? Mit unten. Oh, das ist schwierig. Oben. Oben. Unten und der Pfeil, der zeigt so schräg nach oben oder mittig vielleicht. Mittig.
Wo habe ich denn das andere Ding jetzt schon wieder gesehen? Lass mal kicken hier. Wo war... Das andere war nicht so weit weg. Da. Ach, den gibt's auch noch. Ich habe keine Ahnung. Links, rechts. Da zeigt noch einer hin. Da zeigt einer hin. Der zeigt irgendwie in die Mitte. Der oben, unten. Ah, oder ist der an der Truhe gar nicht relevant? Vielleicht. Der zeigt in die Mitte. Der zeigt so ein bisschen nach oben. Also der unten, unten nach oben. Oben, unten. Oh. Und der hier. Ich hab überhaupt keinen Plan. Oben. Nee, unten. Unten, unten. Ich versuch's jetzt hier noch einmal. Wenn's nicht klappt, gehen wir weiter. Also, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich gerade gesagt habe. Es gab einmal den hier. Oder? Ja. Den. Den da oben. Und der hier ist der, der auf der Truhe drauf ist. Den können wir dadurch ersetzen. So. Wenn wir den da hinsetzen und dafür den dahin. Oder den dahin und... Die Lampe liegt. Noch eine dieser Kultkisten. Ja. Noch ein Kultversteck. Aber ich verstehe es nicht. Oder... Okay, warte mal. Wenn wir von der Reihenfolge von der Truhe ausgehen, zeigt der Pfeil hierhin. Dann wäre das erste das Links-Rechts-Ding. Dann gehen wir weiter. Gehen weiter, gehen weiter. Da zeigt er nach unten. Dann hätten wir oben, unten. Warte, der zeigt nach unten. Also würden wir irgendwie dahin kommen. Unten, unten. Dann war hier irgendwo noch ein Pfeil, der wieder dahin zeigt. Das hier ist das letzte. Oben, unten. Unten, unten. Und links, rechts. Also links, rechts das erste und unten, unten das zweite. Und da ist dann... Könnt ihr mir noch folgen? Oben, unten. Oh, das ist aber ätzend. Okay. Letzter Versuch. Also, laut meinen Recherchen müsste es folgendermaßen sein. Das ist die 1. Dann kam unten, unten und zu guter Letzt kommt oben, unten. Ist ja wichtig, Hauptsache ich versteh's. Sonst muss es ja keiner verstehen. Aber ich habe den Zettel nicht gelesen. Wir haben soeben erfahren, dass die Bundespolizei Alan Wake festgenommen hat. Er kam aus dem See, er ist gefährlich. Höchste Alarmbereitschaft. Wir müssen den Autor ausschalten. Verbreitet die Nachricht, meine Güte nochmal. Huh, crazy. Gut, wenn man sich dann mal kurz zusammenreißt und konzentriert, dann geht's in der Regel auch. So, hier kommt jetzt noch ein Kultversteck und die Ranger-Station. Die Ranger-Station sieht sogar ein bisschen größer aus. Ich muss die Karte ein bisschen im Auge behalten. Hier lang kommen wir zum Kultversteck. Gehen wir da zuerst hin. Ich höre schon wieder jemanden. Ich freue mich jetzt schon, euch kennenzulernen. Hallo, es sind mehrere. Dem Verfall überlassen. Hat er was Explosives auf dem Rücken? Wo ist sein Kumpel? Ich höre den doch. Das Tier. Die Vorhersage. Ah.
Okay. Die haben wir abserviert, würde ich sagen. Da war eine Lampe. Huiuiuiui. Das Kultversteck liegt hinter uns. Hier irgendwo. Da. Noch eine Kultkiste. Kann ich da ranzoomen? In der Ranger-Station wahrscheinlich, ne? Ich meine, ich kann es einmal mit diesem anderen Schlüssel probieren, aber unwahrscheinlich. Also es zeigt irgendwie auf dem Haus. Ich würde jetzt sagen, da oben in der Ranger-Station. Hier waren wir doch schon. Oh nein. Bolzenschneider. Nee. Die machen wir natürlich mit dem Schraubenzieher auf. Natürlich. Wie auch sonst. Dort drüben ist ein Reim. Ach, du lieber Himmel. Ein Kind braucht seiner Mutter Sorge, ein Heim, da fühlt es sich geborgen. Denn draußen jagen Monsterhorden und klingeln sie an deiner Tür, so fluch nicht dort, noch schick sie fort, steck Süßes ihnen in den Korb. Zuletzt musst du dich nur drum kümmern, dass sie nicht dein Haus zertrümmern. Ein Kind braucht seiner Mutter Sorge. Was haben wir denn hier? Da ist Süßes, da ist ein Herz, das könnte der Mutter Sorge sein. Draußen Monsterhorden, also eigentlich nur Kind und... Habe ich sowas wie eine Mutter? Die Jungfrau vielleicht? Und was ist das Kind? Ich habe eine Monsterpuppe. Den Monstern sollen wir Süßigkeiten geben. Einer Mutter Sorge? Die Jungfrau? Oh. Im Heim? Nee. Nee. Ach, okay, warte mal. Ich würde sagen, wir schauen uns noch mal eben ganz kurz hier um. Vielleicht finden wir irgendwo noch ein Püppchen. Weil es ist ja von einem Kind die Rede. Obwohl, es könnte auch irgendwie hier eine Rehkitzpuppe oder irgendwie so ein Scheiß sein. Wir schauen uns noch mal eben um. Da liegt auf jeden Fall was. Haben wir da. Okay. Das ist auf jeden Fall irgendwas, womit wir irgendwas tun können. Dr. Campbell, ich bestätige und verstehe, das gilt für uns beide, Michaels und mich. Es war allerdings nicht wirklich spazieren, wie Sie es ausdrücken, denn ich wurde draußen im Wald von einem tollwütigen Tier angegriffen. Und Michaels half mir, in der Stadt medizinische Hilfe zu bekommen. Das sollten Sie natürlich alles wissen, wenn Sie Ihre Nachrichten lesen. In jedem Fall habe ich die Anweisung erhalten. Vega, Assistenzforscherin. Station besetzen. Ich habe festgestellt, dass Sie beide während Ihres Dienstes mehrfach Ihren Posten verlassen haben, um in die Stadt zu spazieren und persönliche Angelegenheiten zu erledigen. Das ist nicht akzeptabel. Sie unterliegen den strengen FBC-Protokollen in Bezug auf Geheimhaltung und so weiter und so fort. Okay. Draußen wildes Tier. Habe jetzt wenig Bock drauf. Was? Oh! Du grast jetzt auf grüneren Weiden. Hershey. Im Stream habt ihr mir erzählt, wofür die Körbe gut sind. Ich glaube, 12 Körbe muss man streicheln, dann gibt es irgendeinen Boni oder so, ne? Oh, Badewannen hasse ich seit Cynthia. Hundertpro, da ist eine Puppe, Kinderpuppe, 100% gibt es für den Kinderreim den Schlüssel für das Versteck, oder? Habe ich hier... Ach nee, hier habe ich nichts übersehen. Oh Gott, orientierungslos. Da ist der Kinderreim. Okay, also, pass auf. Wir geben den Monstern was Süßes. Und das Kind kommt entweder aufs Herz oder aufs Haus. Ja, ja. Es klingelt an der Tür.
Was war das denn jetzt? Oh, krass. Das ist ja schon wieder richtig gut gemacht. Krass wäre, wenn irgendwann wirklich mal am Ende dieser Spuren ein Jumpscare eingebaut wäre. Hä? Hier ist nichts. Die Spuren führen wieder raus. Ey, das ist richtig gut gemacht diesmal. Guck mal. Cool. Nee, es Talisman. Gab leider nur den Talisman. Es gab nur den Talisman. Na gut, dann gehen wir noch einmal runter und gehen durch die Hintertüre. Da waren wir nämlich noch nicht draußen. Schauen einmal eben auf die Map. Nee. Na gut. Ist wie es ist. Oh, krass. Jetzt fängt langsam die Performance wieder an einzubrechen. Nicht gut. Gar nicht gut. Crazy, warum? Oh, und jetzt komme ich hier nicht runter, ey. Vorhin noch gelobt. Also wie gesagt, das hatte ich in den ersten Spielstunden, hatte ich das nicht, dass die Performance so abgekackt ist. Und dann seit dem einen Update ging es mit der Performance echt bergab. Jetzt eben hatte ich ja gesagt, so nach dem neuen Update jetzt, hatte ich das Gefühl, dass es am Anfang des Spiels so sauber lief wie noch nie. Und jetzt, ich meine, wir haben auch schon 52 Stunden Minuten Spielzeit jetzt auf der Uhr. Aber jetzt fängt es gerade echt wieder an zu krücken. Von daher, seht es mir nach. Ich werde jetzt versuchen, aus diesem Wald rauszukommen. Ich hoffe, dass das klappt alles. Vielleicht beruhigt sich die Performance gleich auch wieder ein bisschen, wenn ich von dem... Oh nein. Oh nein. Hier ist noch irgendwo eine Box. Die will ich jetzt doch haben. Noch mehr dieser Kinder-Lunchboxen. Das ist aber gerade echt extrem. Eigentlich wollte ich dir ein paar Kekse übrig lassen, aber ich hatte Bedenken, dass sich ein Tier daran vergreifen könnte, also habe ich es gelassen. Aber der Gedanke zählt, oder? Jo. Nochmal 8 Stück. Danke dafür. So. Haben wir wenigstens noch die Lunchbox mitgenommen. Nein, ich werde versuchen, hier jetzt aus dem Wald rauszukommen. Bevor das Spiel sich komplett verabschiedet. Damit wir in irgendeiner Form speichern können. Das wäre doch jetzt super. Weil Saga bewegt sich langsam wie eine alte Frau. Oh, krass. Man sieht das auch im Video, ne? Also es ist echt übel und ich weiß gar nicht, woher das jetzt auf einmal kommt. Aber wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Wenn ich jetzt nicht komplett falsch gelaufen bin, ey. Lieber mal gucken. Nee, sieht gut aus. Sieht gut aus. Und da hinten haben wir auch ein Safe Place. Da laufen wir noch eben hin, oder? Verrückt. Oh, nee, hier ist noch eine Lunchbox. Ja, auf die Lunchbox scheißen wir jetzt. Das könnte sogar sein, dass wir die schon geholt haben, weil wir jetzt ja wieder hier in Watery sind. Okay. Und hier kriegt sich die Performance gerade wieder ein. Naja, nicht so richtig. Ein bisschen vielleicht. Hintertür. Wir können auf jeden Fall hierher zurückkommen. Ich komme da nicht durch. Ach, nö. Ach, verdammt. Ich hätte außen... Ja, entschuldigt, wenn es jetzt so ein bisschen schwammig läuft. Wie gesagt, ich begreife es nicht, was das Problem des Spiels ist.
Aber wir schaffen das noch. Wir schaffen das doch noch. Die Tür ist offen. Aber sie kann nicht den Vorsprung runter. Okay. Da ist ein kleiner Weg. Sehr gut. Crazy. Und das ist echt gefühlt so von jetzt auf gleich passiert, ne? Eben im Wald. Auf einmal ging's nicht mehr. So. Jetzt geht's zum Beispiel schon wieder besser. Verrückt. Da ist auf jeden Fall unser Safe Room drinne. Da gehen wir jetzt rein. Hallo, hallo. Ich weiß, furchtbare Dinge sind passiert und so. Hey, wir haben es geschafft. Da ist die Kaffeekanne. Puh, da bin ich jetzt aber beruhigt. Ich habe da echt immer so ein bisschen Schiss, dass das Spiel dann abdankt. So, als kleine Entschädigung für die letzten beiden eher mäßigen Folgen, mal wieder eine längere Folge für euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Ja. Wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, gerne kommentieren. Ihr wisst, wichtig für einen Algorithmus und so. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, reingehauen.